Moin moin Leute, ich bin Lenkopfus Brain oder Mphonogranik und begrüße gerade dich zu einem neuen Let's Play auf dem Kanal. Wir spielen heute, beziehungsweise die nächste Zeit, Inmost. Ein Pixel-Abenteuer, was wohl eine sehr ergreifende Geschichte haben sollte und ein sehr verrücktes Abenteuer wird. Ich bin sehr gespannt, was uns erwartet. An der Stelle auch nochmal ein dickes Shoutout an den lieben Marv aus der Community. Er hat nämlich im Discord geschrieben, dass ich das Spiel mal anschauen sollte. Das heißt, falls ihr da draußen Spielvorschläge habt, schreibt die immer sehr gerne in die Kommentare, egal unter welches Video, und in den Discord-Channel, unter dem Channel Spiel mal, weil da schaue ich immer gerne mal rein, was ich so Schönes spielen könnte. So, wir starten durch mit Inmost. Ich habe absolut keine Ahnung, worum es hier geht. Und wir schauen einfach mal rein, würde ich sagen. Let's look. So sind die Dinosaurier ausgestorben. Ach du meine Güte. Oh. Ein Bäumchen. Ja, was für einer. Junge! Oh. Ein wackerer Kämpfer, mitten im Schneesturm. Mit einer kleinen helfenden Elfe. Sei bitte nicht Navi. Alles, aber nicht Navi. Hey, hey, listen! Hat er gerade die... Didi just... Ist sie tot? Hey. Okay. Können also auf jeden Fall... Boah. Ich dachte erst da oben, das ist keine Lampe, sondern so ein Zigarettensymbol. Und ich rauche noch nicht mal. Sonst könnte man ja sagen, keine Ahnung, dass ich irgendwie Schmacht hätte oder sonst was. Öffnen. Okay, wir haben einen Stuhl. Den können wir mitnehmen. Wo will ich gerade genau hin, ist die Frage. Ich komme nicht ran. Ich muss etwas auf den Tisch stellen. Okay. Und wir könnten wahrscheinlich... Oh! Jetzt habe ich es einfach komplett kaputt gemacht. Können wir nicht erstmal das Licht vielleicht anmachen? Es wirkt irgendwie wie so ein smart thing to do. Einschalten. Das Licht ist an. Wir könnten auch hier runterkrabbeln zum Ball. Also man könnte sich verstecken, wenn man denn wollen würde. Sehr schön. Und jetzt nach oben. Okay. Raus hier. Gottes Willen. Oh. Das sah aus wie unsere Eltern. Oder auf jeden Fall ältere Menschen, die nach uns gegriffen haben. Hey, wir sind unten angelangt. Wäre noch ein bisschen holprig. Öffnen. Ah, verschlossen. Das war wahrscheinlich unsere Tür, nehme ich an. Einschalten.
glaube, wir sollten verschwinden. Komm schon. Jawohl. Wir haben unsere Jacke. Der Mann ist vor unserer Tür. Und von links kommt irgendwas Schwarzes. Irgendwas Schleimiges. Allein im Sturm. Errungenschaft freigeschaltet. Wer ist denn der bärtige Mann? Und wer ist das kleine Monster bei uns? Okay, das Monster ist weg. An den Dingern kann man speichern. Okay, wir können rollen, springen. Roms. Eine Sichel. Können wir damit das Ding kaputt machen? Platsch. Wen haben wir denn hier? Ich verstecke mich hier. Das kann ich gut. Keiner hat mich gefunden. Viele Jahre lang. Vielleicht sind sie auch alle nach Hause gegangen. Jetzt bin ich traurig. Oh. Ich habe meinem Bruder geholfen, sich hinter den Häusern zu verstecken. Du darfst nicht nach ihm suchen. Es war schwer, aber jemand musste es tun. Hinter dem Haus zu verstecken. Tut mir leid, aber ich möchte jetzt ja nicht direkt an das Schlimmste denken, aber es klingt so ein bisschen so, als ob sein Bruder gestorben ist. Fragmente von Schmerz. Dafür brauchen wir ein Messer. Okay, also ihr seht schon, das hat ja auch alles so ein bisschen was mit Rätseln zu tun. Einer musste es tun. Das klingt wirklich so ein bisschen so. Als ob sein Bruder auf jeden Fall irgendwas passiert ist. Schön hier ein bisschen Unkraut jäten. Mein Schlüssel ist in den Brunnen gefallen. Papa wird böse auf mich sein. Könnte doch bestimmt irgendwie helfen. Also wir sollten vielleicht nicht direkt in den Brunnen springen. Ich glaube, das ist nicht ganz so gut. Wenn ich einen Tipp geben sollte. Okay, da war auch was in der Ecke. Also man kann überall Sachen finden. Was soll das? Warum hast du mich geschubst? Warum passiert das ausgerechnet mir? Warum ist das denn so traurig? Komm, ich helfe dir. Ich will... Ja! Wir können den Schlüssel noch nicht finden. Es tut mir leid, Kleiner. Ich kann nicht mit ihm reden. Oh Mann. Was haben wir hier? Das ist doch nicht zur Zierde da. Okay, das hat sich hinter uns geschlossen. Da brauchen wir einen Schlüssel für. Okay. Also bisher auf jeden Fall sehr coole Rätsel. Ja, da können wir auf jeden Fall nicht rein. Das brennt. Oh! Oh, das war, glaube ich, die Tür von eben, oder? Ah, nee, das ist so ein kleiner... Eine Pickaxe brauchen wir dafür. Wir müssen ein kleiner Minecraft-Mann werden. Okay. Moment. Bevor wir das da hinschieben, wo es eventuell hin soll am Ende. Ich glaube, in diesem Spiel kann man auch viele Secrets einfach übersehen. Bin ich mir sehr sicher, dass man hier vieles verpassen kann, wenn man nicht aufpasst. Ha, passt. Und man kann sterben. Auf brutale Art und Weise. Okay. Das hat jetzt nicht so gut geklappt. Okay, also den wollen wir auf jeden Fall da reinlenken. Und dann überfahren. Ach du meine Güte. Ja, der ist tot. Was ist das denn für ein kleines Labor? Das sieht ja cool aus.
Do you remember? Weißt du noch? Do you remember it? Weißt du noch die Geschichte mit den Blumen? I thought it was a good story. I thought it's sure to have a happy ending. Ich dachte, sie nimmt ein gutes Ende. Jetzt habe ich noch mehr Angst vor der Geschichte hier. Och, der kleine Hut. Der kleine Mann. I was wrong. It's a tale about pain. Let me tell you. Again. These lands were dead, destroyed, and devastated. All you could hear was the whisper of the ashes. Then, a stranger came. He held a spark in his hand. Ein Funken in der Hand. The stranger opened his hand, and the spark was set free. Light returned. Yet pain was the price for this light. Screaming filled the air. Time passed. The screaming grew silent. Pain became a familiar friend. Some disappeared from the lands. No one knew whether they had crept away or been taken by pain. Geht auf jeden Fall sehr um Schmerz. Also remained. Castles which once rose into the skies fell into ruins. Time wiped clean any trace. Centuries passed. The people started calling the stranger the keeper of the spark. He kept watch over the land, soaking up the pain of its people. Habt ihr gesehen, wie die Katze sich an mich geschmiegt hat? Oh, ich liebe es, wenn man das mit kleinen Kätzchen machen kann. Oh Gott, ich bin definitiv ein Katzenmensch. Ich liebe Hunde auch sehr. But the people had hope. Aber Katzen. They were growing flowers. Sie pflanzten Blumen. Langsamer Abstieg. Errungenschaft freigeschaltet. Also das war wohl eine kleine Erinnerung auf jeden Fall. Verdammt. Ah, ich bin wieder rausgekommen. Ein Glück. Da gibt's auf jeden Fall die Pickaxe. Ich hab ein bisschen Angst, dass mich das direkt erschießt. Eieiei. Da geht's noch nicht rein. Vielleicht müssen wir noch einen weiteren Pfeil finden. Oh! Ich wurde einfach von unten abgezwackt. Du musst diese Gitter öffnen. Es ist kaputt. Du brauchst einen Griff. Den haben wir auch schon mal gesehen, auf jeden Fall. Ich muss wirklich hier raus. Irgendein Kauderwelsch, was wir nicht verstehen. Ich glaube, da sind Pfeile drin. Nein! Muss man dann den ganzen Screen nochmal machen? Oh ne, man hört tatsächlich da auf. Oder fängt ehrlich gesagt da an. Ich will raus. Du musst dieses Gitter öffnen. Kriegen wir hin.
Wir werden ihm auf jeden Fall helfen. Ich habe ein bisschen Angst, dass man hier zu sehr die ganze Zeit an allen helfen will. Und vielen einfach nicht helfen kann. Oh Gott. Oh Gott. Aber das Spiel hat mich auf jeden Fall jetzt schon im Griff. Das wird, glaube ich, sehr, sehr gut, Freunde. Das wird ein sehr, sehr gutes Let's Play für uns. Toll, das haben wir komplett in die Kiste gejagt. Weiter geht's. Reinlegen. Ja! Feuer. Sehr schön. Wir haben die Pickaxe. Das heißt, wir können jetzt an verschiedensten Orten weitermachen. Ist also fast schon so ein bisschen Metroidvania-mäßig. Dass man sich auch merken muss, wo man jetzt zuletzt war. Ich würde gerne eigentlich hier nochmal speichern, wenn... Danke. Sehr cool, dass das geht. Oh! Wie der da abgesprungen ist. Okay, damit können wir jetzt auf jeden Fall da unten das öffnen. Leider kommen wir dann aber immer noch nicht in die Tür an der Seite rein. Ach, hier war das auch gar nicht. Das war hier oben tatsächlich. Aber dann kommen wir hier auch wieder raus. Das ist gut. Batz! 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 Es geht doch noch weiter nach unten. Jawohl. Ja, ich wusste nicht ganz genau, was das da ist, weil ich glaube, den Stein brauche ich, oder? Zerstören. Aber warte. Oh nein. Ich dachte, ich könnte vielleicht da mich an die Lampe hängen oder so. Das war auch ein bisschen blöd. Hallo. Das war nicht mein Plan. Drücken. Jetzt kommen wir da wieder raus. Zack. 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 Oh, hätte man da vorher noch gar nicht lang kommen dürfen. ja. Jetzt können wir die Holzplanke rüberschieben. Perfekt. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie die uns helfen. Oh. Nein! Oh, das war knapp. Aber das schaffen wir. Ja! Wir haben den Schlüssel. Gefunden, sehr schön. Komm schon. Ja. Nein. Wo ist der kleine Junge? Ich hab jetzt deinen Schlüssel, Kleiner. Hoffentlich ist ihm nicht zugestoßen. Und wir haben den Hebel. Wir können komplett weitermachen überall. Sehr gut. Okay. Auf zur Katze. Damit wir da auch direkt weiterhelfen können. Hier nochmal einmal kurz vorher speichern. Und sich alle Knochen brechen kurz vorher. Zack.
Wir sind da. Oh nee. Jetzt wurde ich da oben noch abgezwackt. Das war aber nicht der Plan. Geh doch einfach darüber, Freundchen. So. Zack. Du hast das Gitter geöffnet. Ja, klar. Ich bin mir nicht sicher, ob ich noch raus will. Hast du gerade die Katze geschubst? Was soll das? Das verstehe ich nicht. Das war gemein. Habe ich jetzt sowohl das Kind als auch die Katze geschubst? Freunde, wir machen hier wirklich nicht den guten Weg. Freunde, wenn euch bis hierhin das Let's Play zu Inmost gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Part wieder. Wie gesagt, schon am Anfang, falls ihr selbst irgendwelche Spiele habt, die ich unbedingt mal spielen sollte, schreibt es gerne in die Kommentare oder auf meinen Discord-Channel. Der Link dazu ist in der Beschreibung. Und wir sehen uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Brain, Tiddly mit Ü.